Ich wünsche euch einen wunderschönen guten und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Donkey Kong Country Tropical Freeze. Ganz genau. Beim letzten Mal haben wir unser erstes Loren-Level gespielt und uns die zweite Welt schon mal etwas näher angeschaut. Und heute steppen wir rein in 2-4 so eine Schreinerei. Eines meiner, ich würde schon sagen, Lieblingslevel im gesamten Game. Wir schauen es uns an. Es ist genial. Ich würde sagen, direkt rein da. Ganz. Es regnet. Das erstmal. Ja. Es sieht auf jeden Fall krass aus. Aber Guys, es ist ein weiteres Loren-Level. Aber es ist das beste Loren-Level im Game. Zumindest meiner Meinung nach. Ich mag das. Ich mag das. Also, obviously sind wir in so einer Schreinerei. Das sagt der Name irgendwie auch aus. Ja, das war's eigentlich auch schon. Herzlich willkommen in einer Schreinerei. Also ich weiß nicht, ob man so große... Hat man so große Sägen in einer Schreinerei? Sind die Sägen in einer Schrei wirklich so groß, dass sie nicht zerschneiden könnten? Also, so wie jetzt die im Hintergrund. Ach ja. Bumm. Und das ist das Innovative. Wir sind auf einmal in so einem Boot, so halb ausgeschnittener... Ich habe keine Ahnung, wie man das nennt. Oh, bitte. Jawohl. Ich, keine Ahnung, so ein Baumstamm, der halt ausgeschnitten wurde, so wie so ein Boot. Ach, Mann, das ist nicht meine Stärke. Lasst mich doch in Ruhe. Oh. Haben wir eigentlich schon Damage genommen? Ich glaube, ja, gerade eben. Kann mich nicht erinnern. Ich bin zu fokussiert. Ich bin mega gehypt auf dieses Level, weil ich finde, es ist einfach so schön. Ist wirklich, es gibt nichts Besseres. Gibt es nicht. So, wir werden erstmal wieder zurückgebaut. Ja. Das ist so cool. Es ist so cool. Okay, hier muss ich mich jetzt wieder ein bisschen konzentrieren. Uhuhu. Ja, das Puzzleteil haben wir nicht. Oh, und jetzt kommt die Passage, die halt viel zu episch ist. Also wirklich. Und wir haben alle K und NGs. Seht ihr da unten? Da geht's zum Secret Exit, by the way. Den schauen wir uns gleich an. Jetzt erstmal aber zum normalen Exit. Und hier schön nochmal 13 Coins mitgenommen. So will ich das. Wundervoll. Und dann schauen wir jetzt noch ganz kurz nach dem wunderbaren, leckeren Secret Exit. Okay. Und jetzt hier fallen lassen, im richtigen Moment den Sprungknopf drücken. Hier auch nochmal. Und hier unten befindet sich dann der Secret Exit. Ihr könnt jetzt, falls ihr aus Versehen hier unten lang gegangen seid, nochmal hier hochklettern. Da links oben seht ihr schon, ist der normale Exit. Oder wir gehen durch dieses wunderbar magische Kong-Portal. Und hier anders fast. Ist es nicht wunderschön? Ich liebe dieses Level so sehr. Ich habe das so häufig schon gesehen. Es ist so ein grandioses Level. Ich find's gut. By the way, ich bin einmal genau bei der Passage gestorben, weil ich eben auf dieser Eule nicht rechtzeitig gedrückt habe. Und reden wir nicht drüber. Aber wir können jetzt erstmal nach links weiter steppen in den Emmentaler Stollen. Bei A. Ganz genau. Das sieht doch lecker aus. Jetzt nicht so der große Käseesser. Aber das Level wird bestimmt großartig. Und allein hier die Beleuchtung von den Pilzen und das Wasser. Es sieht skandalös aus. Oder was eure Meinung ist, schreibt, ihr könnt ja irgendwie so immer dazu schreiben, so Level 1, 2, Level 2, 3, weiß ich nicht. Fand ich 5 von 10, hat mir gut gefallen, hat mir gar nicht gefallen. Soll ja alles vorkommen. Hier, schön einmal herunter. Oh! Agent, ich hätte mich fallen lassen. Yeah. Ich kann euch nicht sagen, ob das Ratten oder Mäuse sind. Für mich sind Ratten und Mäuse das gleiche, weil ich keine Ahnung von Tieren. Jetzt kommen bestimmt gleich die Leute hier, Cold Mirror, um die Ecke. Ja, also ich habe Mäuse und das ist ein Unterschied. Also, oh mein Gott, Becky, also wirklich. Ja, keine Ahnung. Also, sorry. Ach, komm! So, jetzt. Nee, also, Tiere, ich bin halt der unwissendste Mensch der Welt, was Tiere angeht. Tut mir leid. Bitte, bitte verzeiht mir. Okay, aber wir kommen jetzt erstmal zu einem wunderbar Schmecksolektastischen. Ja, ja.
Bonusraum, uiuiui. Bei dem es darum geht, alle Bananen einzusammeln. Und das schaffe ich natürlich auch, weil ich bin ja ein Profi. Und das Puzzleteil nehmen wir mit. Let's go. Wie sieht's aus? Ganz normal Standardstatist. So muss das. Ich habe nur noch ein Herz. Das ist nicht so optimal. Weil Donkey Kong ist ja bekannt dafür, schwer zu. By the way, schaut mal bitte. Hier verschwinden die Bananen in den Löchern und kommen auch wieder raus. Ist das nicht genial? Hier links war doch so ein netter... Oh, das da oben hat Kollision. Das habe ich nicht gesehen. Du hast doch hier so einen wunderschönen Schildpanzer. Bräuchte ich mal hier, um mir ein Puzzleteil zu gönnen. Na, vielen Dank. Kann ich hier stampfen? Das sieht so aus. Ja, lol. Okay. Ja, hier muss er auf alles achten. Oh, sogar ein Balloon. Let's go. Okay. Oh, jetzt kommt Timing. Schöne Timing-Sachen. Ah, schön die Bananen hier noch mitnehmen. Hier wird automatisch geballert. Und wir sind hier. Okay. Oh, das bricht weg. Dixie am liebsten. Ja, let's go. Okay, das bricht weg. Das heißt, hier müssen wir etwas faster sein. So wie Sonic. Um. Und rüber. Zack, auf diese Mausratte. Rattenmaus, das ist eine Rattenmaus. Können wir uns einigen, dass es eine Rattenmaus ist? Hier weiter hoch. Ey, das ist mega sass, dass man hier hoch kann. Okay. Unten. Den Ballon, den nehme ich doch. Ich habe keine Ahnung, wo wir hinkommen. Oh, aber sehr viel Loot, wenn ich das hier... Wir wurden gescammt. Das ist unfassbar. Den brauchen wir eigentlich nicht. Wobei, wenn wir Dixie bekommen, kann ich das Fass auf die freundlichen Korsaren hier werfen. Heißt das Korsare? Oh, es gibt auch ein Level in Donkey Kong Country Returns. Da heißen sie doch irgendwie so feindliche Korsaren. Oder? Ach, keine Ahnung. Kenn mich doch mit allem nicht. Oh, da ist ein Puzzleteil. Ja, aber das nehme ich mit. Weil Puzzleteile kann man zum Frühstück essen. Das ist immer was Schönes. Ja, fahre ich nochmal zurück. Nehmen wir nochmal ein paar Bananen mit. Ist nicht so wichtig. Oh, nee, jetzt stürzt hier wieder Stuff ein. Ach, alles klar. Oh, bitte. Bitte. Hier kann man wieder hoch. Irgendwann. Wie konnte ich denn an dem End vorbeikommen? Ach, nein. Aber das ist, weil das Timing mit der Capture Card... Es ist verzögert. Es ist trotzdem verzögert. Es ist nicht mehr so krass verzögert wie bei der alten Capture Card von einer Sekunde oder so. Es ist vielleicht nur noch eine Millisekunde, aber es ist trotzdem leicht verzögert. Kann auch sein, dass es einfach das Game ist. Soll ja vorkommen. Das wird mir hier richtig eng. Das macht mir schon Angst. Össer! Der Profi, ja. Aber das Level wird nochmal gemacht für den letzten Buchstaben. Aber das schneide ich euch raus, weil das... Ich glaube, ihr wisst, wo der letzte Buchstabe ist. Kommen wir aber jetzt zu 2B Handcase mit Ratz, Ratz. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Aber ich bin vorbereitet. Oh, die Animation, es tut mir leid, ich habe schon wieder vergessen. Reden wir nicht drüber. So. Hier weiß ich jetzt, dass es was... Tag. Oh nein, ist es das Level, was ich... Es sind die Level mit der entspanntesten Steuerung der Welt. Mal gucken, wie sehr ich es schaffe, im ersten Versuch alle Buchstaben mitzunehmen. Mal gucken, wie ich in den nächsten 10 Versuchen es schaffen werde, dieses Level überhaupt abzuschließen. Ha! Schön. Ein Raketenfass-Level. Auch bekannt dafür, die schlimmsten Level im Spiel zu sein. Ich mag sie tatsächlich. Oh, das ist sehr düster. Oh, warum habe ich das Gefühl, ja, dafür gibt es ein Puzzleteil. Warum könnt ihr auf dem Kopf stehen?
Spring doch nicht. Da unten, ich hab's genau gesehen, ich bin dran vorbei. Ah, okay. Also nochmal. Ich hoffe, ihr habt's auch gesehen, da war der nächste Buchstabe, den wir geskippt haben. Ja. Oh, einen Ballon, den habe ich, glaube ich, ziemlich nötig nach diesem Level. Das ist eigentlich, glaube ich, nur... Oh! Einfach ein Herz. Auswendig lernen. Juju. Nee, aber es ist mega entspannt, natürlich. Wie kann ich noch leben? Ich bin am G vorbei. Nein. Niemals habe ich das First Strike mit wie viel Damage nehmen? Einmal? Also wenn ihr dafür jetzt kein Like da lasst, dann komme ich heute Nacht zu euch und esse eure gesamten Kekse auf. Und das ist kein Scherz. Okay. Und jetzt hier runter. Ja, ja, okay. Ich bin dran vorbei schon wieder. Aber wie kann man denn nur so Müll sein? Wundervoll. Diesmal haben wir es. So muss das. Und das G auch. Wurde zwar getroffen, aber wir haben wenigstens alle Buchstaben. Let's go. So, dann würde ich sagen, gehen wir hier oben weiter in 2-5 Luftschloss. Romantisch. Der was romantisch ist, Farbe rot. Und wisst ihr, was auch rot ist? Abo-Button unter dem Video, der sollte bei euch nicht rot sein. Möchte ich mal feststellen. Bei YouTube hat das mittlerweile, glaube ich, auch geändert. Mittlerweile ist er, glaube ich, weiß und... Ich habe keine Ahnung. Es ist kompletter Schmutz. Können wir bitte dabei bleiben, dass der Abo-Button rot ist und ihn dazu bringt, dass er grau werden muss? Das klingt so schön. Cool. By the way, falls ihr es nicht bemerkt habt, ich habe Dixie verloren, aber bekommt sie hier wieder. Okay, gar kein Stress. Pinguine können doch fliegen. Das ist der Beweis dafür hier hinten. Ah, yes. Wie wir dieses Spiel. Dieses Spiel hat so einen guten Charme. Und die brauchen wir sogar, um an das wunderbare Kart zu kommen. Ah, hier können wir noch einmal mitschwingen. Und die Bananen mitnehmen. Zack, zack. Gibt's hier Leckeres? Eine einzelne Banane. Ist das nicht schön? Es fühlt sich so rewarding an. Zack. Und... 1, 2. Damit wäre auch er besiegt. Wir kommen sogar ein Herz. Und hier warten wir auf den richtigen Moment, dass die ganzen Bananen spawnen. Lecker, schmeckt gut, hast. Daran kann ich mich erinnern. Oh, wenn ich die einsammle, gibt es bestimmt was. Ich will es eigentlich gar nicht riskieren. Oh mein Gott. Das ist eines der, wie nennt man sie, entspannteren Level auf jeden Fall. Okay, ich mag es auch, das sind Ballons und wenn Gewicht drauf ist, gehen die ein Stück weiter runter. Ich finde, da hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht. Finde ich einfach fantastisch. Ich will das eigentlich nicht, aber ich will das Geld. Warum? Warum? Okay. Okay, okay. Wisst ihr, was bei so einem Level eigentlich richtig entspannt ist? Wenn man keinen Begleiter hat, mit dem man fliegen kann. Macht das Level nur einfacher in meinen Augen. Es war so unfassbar anstrengend. Bin zweimal gestorben. Das ist okay. Komm her. Und weg hier. Wunderbar. Heißt aber nicht, dass ich... Also, das war sarkastisch. Das heißt, ich möchte jetzt gerne wieder ein Fass haben. Hallo? Dein Kopf ist kaputt. Was gibt's hier drin? Eine wunderschöne Bananenstaude und ein weiteres Mal. Dixie, oh, da ist ein Puzzleteil. Das würde ich doch noch ganz gerne mitnehmen. Oh, das müssen wir mit dem anderen machen. Eins nach dem anderen. Erst das hier. Dann hier kurz mitfahren und ducken. Ducken, glaube ich, ist die. Und der Sprung nach hier oben. Hier noch die Bananen mitnehmen. Okay, das kommt auch bisher. Ich war gerade kurz verwirrt. Aber ist ja... Kein Problem. By the way, warum ich hier so vorsichtig bin, diese Propeller machen Damage. Natürlich machen sie Damage. Also, wäre ja cringe, wenn nicht. Uff. Wir bewegen uns, glaube ich, nicht. Oh, doch, wir bewegen uns. Oh, und zwar bewegen wir uns eins weiter nach vorne und das... Ah, ne, hier ist schon fertig. Okay. Oh, apropos, hier ist schon fertig. Hier ist wirklich schon fertig. Aber noch nicht ganz.
Auch wenn das ein echt schönes, spaßiges Level ist, gibt es tatsächlich hier hinten noch etwas zu bewundern. Bonusraum. Der ist so random und unauffällig. Aber an solche Sachen kann ich mich halt erinnern. Weil die sind halt voll, voll cool. Keine Ahnung, ob es hier irgendein cooles System gibt. Vielleicht sollte ich auf jeden Fall nach einem System handeln. Nee. Also die ganze Zeit ballern, funktioniert. Warum noch nachdenken? So. Und jetzt, meine sehr verehrten Damen und Herren, in diesem spannenden Video werden Sie Zeuge des einzig wahren Ultrasprungs ins Ziel. Bam! Okay, wir haben nichts mehr mitbekommen. Aber es macht Bock. Ich will nicht mehr aufhören, diese... Es macht so unfassbar Spaß. Ich möchte nicht aufhören. I don't wanna stop playing this game. So, zurück ins Alpatol. Zum nächsten Level. Oh, ein Level vor dem Bosskampf. Uiuiui. Machen wir den Bosskampf heute noch? Wir werden sehen. Wir kommen jetzt erstmal zu 2-6. Bimmel. Bammel. Es gibt mir eher ein ungutes Gefühl, aber keine Ahnung, was Bimmel Bammel bedeutet. Aber es gibt mir Unbehagen vom Feeling. Keine Ahnung. Oh, die Musik. Die Musik ist wunderschön. Donkey Kong hat so... Also egal für welchen Moment im Leben, Donkey Kong hat die Musik. Ihr seid happy, Donkey Kong hat Musik. Ja, ihr seid todessad, DK hat Musik. Ich will Cranky haben. Den haben wir schon eine Weile nicht mehr... Oh, habe ich gar nicht gesehen. Cranky haben wir schon seit einer Weile nicht mehr gesehen. Deswegen nehme ich doch diesen kleinen Kollegen hier. Ich habe Y gedrückt, by the way. Oh, ich weiß, was das für ein Level ist. Ja. Ich kann mich nicht genau dran erinnern, aber es war das, wo wir uns immer mit Y so drehen müssen, damit wir die Glocken aktivieren. I can't remember doing this ages ago. Oh, ja. Das ist das K. Das ist schön. Wir haben den ersten Checkpoint. Fühlt sich schon mal nicht schlecht an. Hier müssen wir eine Etage... Wie soll ich da hoch? Nein! Ich hatte zu sehr Angst, dass ich es nicht geschafft habe. Deswegen habe ich gegengelenkt, aber ich war trotzdem oben. Ja, gut. Ich hole die Bananen da unten. Safe nicht. Bin ja nicht komplett bescheuert. Also doch, aber ich bin doch nicht komplett bescheuert. Okay. Okay, machen wir mal weiter. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, die Silbernen geben uns einen neuen Track. Also, die brauchen wir. Und die Goldenen sind... Genau! Was ist das denn? Okay, wir haben's. Was wir aber nicht haben, ist ein Begleiter. Und das ist halt echt ein... Alles klar. Ich soll hier jetzt noch irgendwelche Bananen einsammeln auf dem Weg. Alles klar. Geht zum Frühstück immer wieder gerne. Oh, hier müssen wir einen kleinen Sprung machen, ja. Genauso wie in jedem Jump'n'Run springt Donkey Kong ja auch unterschiedlich hoch. Ich will Dixie. Also ich will ganz sicher Dixie haben. Ich will hier, wenn ich runterfalle, eine Lebensversicherung. Ach du meine Güte. Oh. Rein da. Hier ist nur ein Bonus. Uiuiuiui. Es bleibt sehr anstrengend. Genau. By the way, ja, ihr könnt in der Luft tatsächlich lenken. Solltet ihr aber wirklich können. Sonst ist es relativ stupid. So, haben wir das auch gesammelt. Ah, es freut mich. Also das ist bisher eines von den schwereren Leveln, muss ich ganz offen und ehrlich sagen. Das gefällt mir gar nicht. Oh ja, lecker. Münzen zum Frühstück, die mache ich mir immer gern aufs Brot. Wann hat das eigentlich angefangen, dass ich gesagt habe, dass ich gerne alles esse? Es hat doch, oh mein Gott, irgendwo seinen Anfang gehabt. Das habe ich gesehen, hier ist ein Puzzleteil drin. Da muss ein Puzzleteil. Nein? Ja, cool. Das war das Angenehmste, was ich seit Jahren gemacht habe.
Oh nee, das stürzt ein. Oh, okay. Aber wir sind durchgekommen. Das ist doch schön. Oh ja, ab zum Ziel, bitte. Hier ist nicht das Ziel? Nein, hier stürzt der Boden. Oh mein Gott. Hier stürzt der Boden weg. Hier stürzt der Boden weg. Guys, hier, hier. Alles klar. Bitte, bitte lass mich leben. Was muss ich hier machen? Da ist das Ziel. Oh. Ich bin gerade einfach gestorben. Ja, ist angenehm. Uff, war das knapp. Aber Guys, heute machen wir noch ein Zusatzlevel und nicht das K-Level. Safe nicht. Wir machen noch den Boss heute. Den Affenaufstand. Ganz genau. Die Erwartungen an den Bosskampf sind sehr hoch. Habe Angst. Ich weiß nicht, ob es der ist, dass ich denke, dass es ist. Aber wenn es der ist, dann habe ich Angst. Ich habe die Katzen gesehen. Okay. Ich bleibe ausgeblendet. Wir machen da den entspannten Modus. Nee, ist schon der richtige Charakter. Das ist schon richtig. Rein da, in diesen Eulenfels. Herzlich willkommen zur wortwörtlichen Hölle. Dieser Typ hat schon so häufig mein Leben beendet. Im echten Leben wie hier im Spiel. Oh, das könnte actually sein. Oh ja. Nein, ich hab drüber geworfen. Wie dumm bin ich eigentlich? Wir hätten jetzt einfach 2 Treffer machen können in einer Phase. Oh, das war so stupid. Oh, Cranky wäre hier aber auch nicht schlecht. Ich glaube, damit können wir über die Stacheln laufen. Oh, dumm, dumm, dumm. Aber wir können, wenn ich mich jetzt nicht schlecht anstelle. Dann liegt es im Bereich des Möglichen. Dass wir ihn jetzt direkt in die nächste Phase bringen. Okay, okay. Puh, und jetzt beginnt der Spaß, meine lieben Damen und Herren. Sind ganz konzentriert. So, eins hab ich. So, zack, 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 bumm. Bitte bleib stehen. Ah, schade. Hätten wir bestimmt nochmal Damage machen können. Ja. Okay, da sollte man eigentlich unten in diese Fässer rein. Aber wozu Fässer, wenn man Dixie hat? Dumm, 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 bitte. Nein, der hatte keinen Helm. Ja, komm her, in dein Gesicht, in dein Gesicht. Wir haben echt gut Herz, es läuft übernatürlich gut. Okay, von links kommen sie diesmal. Eins. 2, 3, 4, 5. Let's go. Komm runter. Komm runter. Wir sind in seiner nächsten Phase. Wir können das, glaube ich, nicht mitnehmen. Nein. Okay, letzte Phase. Ich weiß nicht, ob die brutal ist. Ich kann mich nicht dran erinnern. Ich bin, also, im Normalfall bin ich nie hierher gekommen. Auf der Switch natürlich schon wegen dem Funky-Modus. Aber auf der Wii U damals war die zweite Phase mein Ende. Deswegen ist die dritte Phase für mich immer so ein bisschen random, in Anführungszeichen. Okay. Okay. Aber die Konzentration ist da. Aber ihn nehme ich doch gleich mit. Und ihn auch. Komm her, Meister. Nein, warum werfe ich? Weil ich ihn gar nicht nochmal hier oben hätte treffen können. Richtig, genau, weil ich wusste das. Na klar.
gehen. Oh, oh, oh. Let's go. Zweiter Treffer, richtig? Ja. Jumpen. Jumpen. Das ist relativ entspannt, wenn man sich nicht so dumm anstellt. Was passiert eigentlich, wenn ich so meine Super-Ability hier im Bosskampf zünde? Wisst ihr das? Ich will es jetzt nicht ausprobieren. Nachher ist er dann instant tot und das wäre halt mega wack. Wenn ihr das wisst, schreibt es gerne mal in die Kommentare hinein. Das wäre sehr schön zu wissen. Okay, kommen die jetzt nochmal von hinten so geflogen? Ja. Uiuiui. Das ist mega anstrengend. Ihr glaubt das gar nicht. So, jetzt kommen nochmal mit Hut. In dein Gesicht. Oh, das war's schon. Let's go. Es funktioniert halt immer bei mir. Egal, wir haben den Boss einfach besiegt. Let's go, Guys. Damit sind wir leider aber auch schon wieder am Ende der heutigen Folge. Wenn euch das Ganze heute gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Channel, um die dritte Welt zu verpassen. Eine der insgesamt schönsten Welten. Nicht die schönste, aber eine der schöneren. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.